yeah, Elektrostadt. Ich habe mir neues Zeug bei eBay gekauft und das findet sogar meine Frau gut, weil das sorgt dafür, dass ich mich nicht einfach kaputt mache beim Basteln. Weil kaputt machen, das ne, mag sie nicht so. Ne. Egal. Trendtransformator. Gekauft, ausprobiert und im Video auch erklärt. Also ne, folgt dem mal. Es gibt da ein neues Gerät in meinem Fuhrpark, auf das ich mal kurz eingehen will, weil es nämlich für viele Sachen, die man machen will, echt extrem wichtig ist, vorausgesetzt man findet das mit diesem Leben ganz geil. Und zwar handelt es sich um das hier. Das hier ist ein sogenannter Trendtransformator. Und so ein Trendtransformator ist insbesondere dann wichtig, wenn man beispielsweise Bock hat, irgendwas zu reparieren, aber nicht sehr viel Bock drauf hat, dabei gegrillt zu werden. Und ich möchte mal kurz zeigen, wie er funktioniert. Aber vorher gibt es einen kleinen Exkurs in die Theorie dahinter. Ich fürchte, ohne das, schwierig, versteht man nicht wirklich, warum das Kästchen hier eigentlich so irrsinnig toll ist. Also gehen wir mal zusammen ans Whiteboard. Für meine Erklärung habe ich schon mal was vorbereitet. Nämlich ein reizendes kleines Atomkraftwerk. Da kommt euer billiger Strom her. Im Idealfall ist euer Strom nicht ganz so billig und kommt von der Sonne und so, aber für diejenigen, die lieber billigen Strom mögen, Atomkraftwerk, tote Kühe, Stacheldrahtverhau, dieses ganze Zeug. So. Wenn wir jetzt dieses Atomkraftwerk haben und hier drüben sagen wir mal eure Schaltung, die sieht jetzt irgendwie so aus und da ist hier ein Widerstand und dann hier, ne, ist ja auch völlig wurscht, irgendeine Schaltung halt. Dann muss ja irgendwie der Strom von hier nach da. Wir normalen Hobby-Elektroniker machen das mit so zwei Kabeln, eines für Plus, eines für Minus. Das ist aber nicht so prickelnd, wenn man die Kabel über die Strecken spannen muss, weil dann braucht man nämlich ganz viel Kabel. Und ganz viel Kabel ist teuer. Und dann wird der Atomstrom fast so teuer wie der Ökostrom. Das will ja keiner. Ne? Gut. Das heißt, was man macht, ist ein ganz gewitzter Trick. Man macht im Grunde genommen nur die rote Leitung hierher, ja, so direkt als so ein Kabel. Die hängt hier an so Mastenüberlandding, ne? Kennt ihr ja. Also ich zeichne das mal an mit vermindertem Talent. Hängt hier an so einem Masten dran, keine Ahnung. Hochspannungsleitung, FUBA mit kleinen Terroristen, die das sprengen und so ein Zeug. So. Die zweite Leitung, also gewissermaßen der schwarze Pol. Was machen wir mit der? Kupfer verbrauchen? Nee. Die zweite Leitung wird hier einfach in die Erde gesteckt. Erde. Und an dieser Stelle machen wir genau das Gleiche. Erde. Und wenn ich Erde meine, sage, dann meine ich wirklich Erde. Wenn ihr mal bei euch in den Keller geht, irgendwo gibt es da so eine Stelle, wo so gelb-grüne Kabel zapp, zapp irgendwo wirklich in den Boden reingehen. Erde. Ist im Schaltschrank auf den Neutralleiter irgendwo draufgeklemmt oder so. Ist letztendlich genau dasselbe. Aus eurer Steckdose kommt einmal die Leitung vom Atomkraftwerk und einmal die Leitung in den Boden. Wenn jetzt hier Strom erzeugt wird, ja, dann müsst ihr euch das so vorstellen, dass für jedes Elektron, das die hier in die Erde reindrücken, ja, weil ja, die physikalische Stromrichtung gegen technische Stromrichtung und so, in Wirklichkeit sind ja die Elektronen am Minuspol, ist gewissermaßen hier eins zu wenig. Und hier wird ein Elektron aus der Erde geholt und über die Leitung zurückgegeben. Klappt. Mit einer Leitung. Und Erde. So. Das Verfahren hat jetzt einen kleinen Nachteil. Angenommen, diese Schaltung da ist kaputt. Ich bin jetzt so ein Muckel, der die reparieren will. Dann kann rein theoretisch Folgendes passieren. Ich, ungeschickt wie ich bin, will hier irgendwas reparieren und fasse hier an. Und hier, ne, da haben wir 230 Volt Wechselstrom drauf. Ich sag's euch, Leute, wenn ihr da drauf fasst, auch nur mit einem Finger, dann fangt ihr ganz schön an zu tanzen, weil nämlich im Zweifelsfall der Widerstand da größer ist als ihr. Das heißt, um zur Erde irgendwie eine Verbindung aufzubauen und sich Elektronen zu holen, kackt das Ding auf die Schaltung und nimmt euch. Das bedeutet letztendlich, dass so, ich sage jetzt mal, die allgemeine Strecke Hand, Körper, Herz, Hoden, Füße wird einmal ordentlich durchgegrillt. Da gehen die 230 Volt durch.
springt natürlich irgendwie der Schutzschalter an und so ein Zeug, aber glaubt mir, das ist kein Spaß. Wenn ihr einfach nur vorhattet, einen AV-Receiver zu reparieren oder so, ist das nichts, wovon ihr wollt, dass euch das passiert. Jetzt kommt der Trenntransformator ins Spiel. Geiles Teil. Der Trenntransformator kommt gewissermaßen hier dazwischen. Ja. Das können wir uns jetzt vorstellen. Das heißt, wir haben jetzt hier einen, diesen da auf der Erde. Na, kommt aus der Steckdose letztendlich. Und wir haben hier die Leitung, die aus der Steckdose kommt, die heiß ist. Und jetzt nehme ich blau, weil ich gerne viele Farben verwende. Und jetzt ist hier eine Spule. Ja. Die sogenannte Primärspule. Wenn ihr keine Ahnung habt, wovon ich rede, schaut unbedingt mal nach, was es generell mit Transformatoren auf sich hat. Ich sage gleich mal ein paar Sprüche dazu, aber ey, besser, wenn man weiß, wovon ich rede. Und dann gibt es hier noch eine sogenannte Sekundärspule. So, was passiert hier? Wenn hier Strom fließt, ja, also hier Elektronen durch die Spule, yay, und hier durch dieses Kabel zurück zum Atomkraftwerk und von da mehr Elektronen und yay, und so weiter, Stromkreis geschlossen, dann entsteht an dieser Spule hier ein Magnetfeld. Pump. Wenn hier ein Magnetfeld entsteht, ja, dann schubst das die Elektronen, die hier drin sind, wenn man so will. Es ist ein wissenschaftlicher Fachbegriff, den Physiker und Elektrotechniker verwenden, schubsen. Bedeutet so viel wie die Elektronen, die hier faul rumgelegen haben in dem Kupfer, in der Spule, ja, die machen jetzt auch erstmal yay! So. Jetzt kommt hier hinten unsere Schaltung dran, die wir gerade hatten. Hier ist dieser Widerstand. Zap. Das ist ja nicht echt gar nicht mal so blöd, was hier passiert. Wir haben jetzt nämlich von den Elektronen aus der großen Rutschbahn hier über die Erde, hier keine mehr beteiligt. Sondern hier haben wir einen geschlossenen Stromkreis, ja, mit Elektronen, die durch dieses Magnetfeld hier in der Spule da geschubst werden. Fachbegriff, schubsen. Und für jedes Elektron, das meinetwegen hier unten runter geschubst wird, ja, ist hier oben plötzlich dann Platz frei. Ne? Das ist klar, man stellt sich jetzt hier einfach mal so eine Röhre mit so Elektronen vor. Ja. Minus, 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 minus. Immer wenn ich hier unten so ein Elektron rausdengle, ja, dann ist hier oben Platz. Und hier ist ein Elektron und das wandert dann rum und macht yay und kommt dann wieder zurück hierher. Ja. Das heißt, hier drüben fließt auch Strom. Aber der Strom da, der hängt nicht direkt mit der Erde zusammen. Folgende Situation. Ich fasse mit einem Finger da rein. Was passiert? Nichts. Gar nichts. Niente. Und zwar deswegen, weil wenn ich hier reinfasse, ist gewissermaßen hier oben in der Spule nur Platz für ein Elektron, das hier unten rausgeschubst wurde. Aber wir haben in diesem Stromkreis einfach nicht mehr Platz für zusätzliche Elektronen. Und wenn ich hier stehe und Kontakt zur Erde habe, und jetzt würden Elektronen quasi durch die Erde, durch mich durch irgendwie verschubst werden, dann würde ich hier neue Elektronen reindengeln. Und dann geht nicht. Kein Platz für den. Einfach kein Platz für neue Elektronen. Und das bedeutet, dass effektiv zwischen diesem Dingenskirchen hier und der Erde und mir, da gibt es einfach keine Möglichkeit für Austausch. Das ist so ein bisschen wie Vereinigte Staaten und Nordkorea. Da wird auch nicht sehr viel geredet, nicht sehr viel hin und her. Und wenn dann, ach, es gibt immer Ungemach. Ja, nicht schön. Insofern, unsere erste Wirkung, die wir haben mit so einem Trenntrafo, ist, dass ich in meinem Gerät mit einem Finger reinlangen kann, ohne dass irgendwas Schlimmes passiert. Und das ist große Klasse beim Reparieren. Das ist auch deswegen große Klasse beim Reparieren, weil wenn ich zum Beispiel meine Oszilloskop-Prüfköpfe nehme, ja, und diese kleine Erdungsklemme aus Versehen irgendwo hinklemme, wo nicht Erdung ist, sondern 230 Volt, dann hätten wir normalerweise ein ganz böses Problem, weil nämlich diese Erdungsklemme direkt mit der Schutzerde verbunden ist. Und wenn ich das in 230 Volt gebe, dann schließe ich das gesamte Ding über meine Erdungsklemme kurz und ich brutzle mein gesamtes Oszilloskop ab. Wenn ich das hier mache, na, entweder genau dieselbe Situation wie vorhin. Zusätzliche Elektronen aus der Erde interessieren den Stromkreis nicht. Alles egal. Kann ich mein Oszilloskop dranklemmen. Ja? Raucht mir nicht ab, wenn ich einen Fehler mache. Bevor ich euch das in der Praxis zeige, so mit dem Trenntrafo und so, muss ich noch einen kleinen Hinweis geben.
Das ist so ein bisschen wie so eine Prüfsumme, die nur für eine fehlerhafte Ziffer funktioniert. Wenn ich nämlich so ein richtig durstbadliger Volltroch bin, ja, und Folgendes mache. Mit zwei Fingern dran. Dann habe ich einen Stromkreis geschlossen, und zwar hier. Das heißt, ich werde mir an der Stelle den Brägen frittieren. Die Schaltung geht kaputt, ich krieg kaputt, alles wieder scheiße. Und deswegen habt ihr vielleicht schon mal gehört, wie Elektroniker sowas sagen wie: beim Arbeiten an Live-Stromkreisen auf Netzspannung immer eine Hand in der Hosentasche und nur eine Hand mit dem Prüfgerät unterwegs. Weil wenn man nur eine Hand hat und die andere in der Hosentasche, dann kann man nicht den Stromkreis schließen und dann kann man nicht gegrillt werden und dann bleibt der Brägen cool. Also, funktioniert natürlich nur mit dem Trenntrafo. Wenn ihr den Trenntrafo, und ich habe dann diese Elektrotechniker, haben natürlich einen Trenntrafo. Ja, wenn ihr den Trenntrafo nicht habt, reicht eine Hand. Jetzt habe ich einen Trenntrafo, jetzt kann ich Sachen reparieren. Das ist voll geil. Ich könnte Sachen reparieren, wenn ich Sachen reparieren könnte. Ihr wisst ja. Gut, genug der Theorie. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann sucht ihr einfach mal bei YouTube nach Isolation Transformer. Ich will mal gucken, wenn ich es noch finde, dann verlinke ich da noch ein Video. Da war ein ziemlich cooles von so einem Muckel da. Der war echt klasse, der hat das fein erklärt. Und wir gehen jetzt wieder rüber auf meine Werkbank und ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Ich konnte natürlich nicht darauf verzichten, das Teil aufzumachen. Ja, das ist einfach das Problem bei mir. Ja, also scheiß was auf die Gewährleistung, die wird die Ami-Firma mir sowieso nicht geben. Wir haben also hier das Ding als ein riesiges Kupferding drin. Ja, also allein das wäre meiner Meinung nach schon mehr als die 65 Euro wert, die ich für das Gerät gezahlt habe bei eBay. Und hier unten sieht man sehr schön die Ausgänge. Das ist alles sehr, sehr schön ordentlich verstaubt. Also hier unten auch schön mit Sprengringen und so weiter die Erdungsteile dran. Und hier sieht man auch, dass also auch bei diesem Teil der Schutzleiter immer noch verbunden ist. Ja? Also der Schutzleiter geht immer noch hier gegen die Signale, gegen die Erdung, aber er ist halt nicht mehr die Referenz hier für den Neutralleiter. Und deswegen haben wir eben diese Trennung. Ich schraube das mal wieder zusammen und dann zeige ich euch was, was ganz merkwürdig ist und was ich nicht verstehe, aber ich weiß davon und deswegen lasse ich mich nicht irritieren. Abwarten. Und jetzt zeige ich euch noch einmal, dass die Physik, speziell die Elektronik, ein ganz fieser Lurch ist. Wir halten hier mal ein Auge auf das Voltmeter und ich schalte mal den Transformer an. Man sieht, ich bin hier gerade in den beiden Pins vom Ausgang drin und erwartungsgemäß 50 Hertz, 240 Volt. Tja, das ist, was ich bei dem Teil ohne Belastung erwarten würde, steht sogar oben drauf die 240. Und wir haben ja gerade gesehen, der Schutzleiter innen drin, der ist immer noch mit der echten Erde verbunden. Das heißt, dadurch, dass es ja ein Trenntransformer ist, gehen wir davon aus, wir haben jetzt keine Spannung mehr, die gegen die böse Erde geht. Schauen wir doch mal. Ja. Dann gehe ich hier rein. Wow, 222 Volt. What the fuck? Das ist eine Sache, die den unbedarften Käufer eines solchen Geräts beim Durchtest ziemlich irritieren dürfte. Und ich denke, das sollten wir vielleicht jetzt mal anders testen. Es gibt ja noch diese wunderbar primitive Art zu checken, ob irgendwo Strom drauf ist, die gar nichts mit einem Multimeter zu tun hat. Wir schalten aus. Und jetzt muss ich hier meine Probes ein bisschen umkonfigurieren. Kommen hier hinten nämlich Klemmen drauf. Und mit diesen schönen Kroko-Klemmen schließen wir diese Glühbirne hier. Multimeter im Hintergrund, Glühbirne in den Vordergrund. Ja. Liebe Kinderlein, wenn ihr sowas nachmacht, dann achtet bitte drauf, dass wenn ihr hier mit so Klemmzeugs an Netzspannung irgendwas macht, dass ihr echt ein bisschen vorsichtig seid. Ne? Wenn das hier gleich läuft, da die Fingerchen dran und es tut ganz fürchterlich weh, das will man nicht. So, also. Ich stecke ihn wieder in Plus und Minus an meiner Steckdose hier. Ich schalte an. Es werde Licht. Wunderbar. Jetzt nehme ich den Neutralen
und stecke ihn hier auf die böse Erde. Da haben wir gerade 222 Volt gemessen. Ja. Ich mache an. Kein Licht. Okay, vielleicht ist der Schutzleiter hier kaputt. Ich gehe damit mal in die Erdung hier an der Mehrfachsteckdose. Kein Licht. Das, was wir gerade beobachtet haben, ist ein Arschlocheffekt, von dem ich nur weiß, dass er irgendwas mit Kapazitäten zu tun hat und dass dabei was rauskommt, was sich Blindspannung oder so nennt. Ich bin mir nicht sicher, ob das dieselbe Blindspannung ist, die man hat, wenn man bei Wechselstrom Kondensatoren als Widerstände benutzt gewissermaßen. Hey, dafür fehlt mir jetzt einfach mal der Check, aber ich vermute, es geht in die Richtung. Das Wichtige ist jedenfalls, da fließt in Wirklichkeit kein Strom. Das ist... Ja, verarscht zwar unser Multimeter, stromt aber nicht. Es gibt wohl Multimeter, die einen Low-Z-Modus haben. Und wenn man die verwendet zum Messen, die zeigen ja auch tatsächlich 0 Volt an. Da ist alles gut. Habe ich leider nicht zur Hand. Vielleicht hat jemand von euch sowas. Und was noch viel besser wäre, vielleicht weiß einer von euch, was hier tatsächlich passiert und kann genau erklären, warum dieses Mistding 220 Volt anzeigt, die da eigentlich gar nicht sind. Kommentare? Daumen. Ansonsten? Ich bin happy. Gerade deswegen, weil ich für dieses absolute Schmuckstück nur 71 Euro mit Versand bezahlt habe. 230 Volt, 4 Ausgänge, Netzkabel dabei, Adapterkabel für einen Ausgang auf Schokostecker dabei. Super geiles Gerät, inklusive Versand 71 Euro. Hammer, vor allem weil es neu war. Wenn ich jetzt nicht den Aufkleber hier mit der Warranty abgerissen hätte, dann wäre es wirklich neu gewesen. Ich habe es in der Originalverpackung bekommen. Geiler Deal. Und ich bedanke mich nochmal bei dem Verkäufer, falls der zufällig das hier sieht. Damit hat er mir wirklich eine große Freude gemacht. Ja, ich glaube, ich räume mal auf hier, oder?